Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Axiom Verge. Hier bei den Aufregers. Mit mir dabei ist der Olli, ich bin der Benny und wir machen hier weiter. Hallo. Das letzte Mal haben wir den Trenchcoat gefunden, mit dem wir jetzt... Wie porten können? Einfach doppeltappen, bloß jetzt halt überall. Doppeltappen? Achso. Machst du das so? Sehr schräg. Okay, damit können wir uns jetzt überall lustig rumteleportieren. Das letzte Mal hat man bei mir schon gesehen, dass man damit sehr viel Scheiß machen kann. Und der Olli wird sicherlich auch ein paar Mal benutzen und ja. Ansonsten ist in den letzten Parten viel passiert, außer dass wir nochmal alles Revue passieren lassen haben. Und es freut ihn auch schon, ja. Es macht einfach Spaß. Scheiß auf gehen, einfach nur noch so. Ja, genau. Und jetzt sind wir auf dem Weg wieder zurück ins erste Gebiet. Airbus, glaube ich. Ja. Guck nochmal nach. Ich hasse es, wenn ich Gebietsnamen falsch ausspreche. Das kann jetzt eine Weile dauern. Erebu und Apsu waren die ersten beiden. Jetzt gehen wir nach Erebu. Jetzt haben wir so viele Möglichkeiten und sollten ein bisschen was gebacken bekommen hier auf jeden Fall. Dass wir hier vielleicht so ein paar Knotenpunkte finden, vielleicht noch ein paar Waffen und Ausrüstung und sowas, die wir ja dringend notwendig haben. Das Einzige, was noch nicht geht, sind diese übelst geglitschten Dinger. Ja, diese richtigen Risse. Ja. Dafür brauchen wir noch irgendwie einen Weg, zum Beispiel das da links, genau. Genau, richtig, die sind jetzt auch gerade... Aber alles andere geht eigentlich. Guck mal auf die Karte, was du hier so alles zu erledigen hast. Weil ich würde jetzt wirklich gerne mal so ein bisschen die einzelnen Gebiete abgrasen. Fangen wir oben links an. Jetzt lass mich mal überlegen, wo kamst du? Du kamst da in der Mitte nicht weiter. Dort rechts? Was war dort rechts? Ansonsten haben wir aber viel. Unten haben wir... Geh erstmal nach oben ein bisschen, denke ich. So ins wirkliche Startgebiet. So, die machen uns auch überhaupt nichts mehr. Wir haben jetzt so viele Schadensupgrades schon in der Zeit bekommen. Was war da rechts? Oh. Die Viecher. Oh, die machen aber auch nichts mehr. Ich wollte gerade sagen, die machen keinen Schaden mehr. Ich glaube, die Trench oder den... das gibt auch so ein bisschen Rüstung, so eine Art Suit. Ja, stimmt. Dass wir jetzt mehr können und weniger Schaden bekommen, weil die Viecher haben deutlich mehr Schaden früher gemacht. Okay. Schauen wir mal. Na, schauen wir mal, was hier so gibt. Hier richtig schön, richtig Brinstar-Feeling gerade eigentlich. Schöne Mucke, leichte Gegner. Ja, genau. So wirklich so ein bisschen zurück zu den Anfängen. Ja. Ist immer so ein bisschen schön, wenn man dann wirklich so dermaßen stark ist. Ach, guck mal hier. Da muss ich eigentlich... Das ist so witzig, dass wir jetzt einfach... Bloß Scheiß drauf. Nee, da brauchst du nichts mehr hier. Wenn, dann eins drüber. Ja, dort haben wir alles. Eins drüber war noch ein Dings. Ah, da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Doch, da waren wir schon. Upsa. Da gab's nur nicht allzu viel, sagen wir mal. Ach, da, ja, stimmt, da konnten wir nicht hoch genug springen. Richtig. Ah, ja, stimmt. Zack, alles weg einfach. Ich finde immer noch, sieht aus wie Ghostbusters. So ein bisschen, ja. Jetzt mit dem Trenchcoat nicht mehr ganz, aber ja. I'm afraid of no ghosts. So. Schauen wir mal, was es dort hinten gibt. Vielleicht irgendwie ein paar tolle neue Sachen. Es ist halt witzig hier, ne? So, Beam? Nee. So fühlt sich doch, sowas träumt sich doch jeder Physikstudent, oder? fickt euch. Jetzt weiß ich auch, an wen er mich erinnert. Dr. Octopus von Spider-Man 2. Ja, mit den Tentakeln, ja. Und den Trenchcoat noch. Er bräuchte nur noch eine Sonnenbrille und jetzt hat er die Tentakel weg. Schade. Oh. Aber wir kommen da hoch. Okay, wir kommen auf jeden Fall da hoch, ja. Yannick, flieg und sicher. Nein. Nicht ganz. Na komm. Ja, sehr schön. Oh, fuck. Das war nicht ganz so gut. Na komm. Und jetzt? Jetzt aber schön. Ich will nicht so... Ach stimmt, wir können uns ja jetzt auch ein bisschen hochboosten. Beziehungsweise kannst du dich natürlich auch ein bisschen zur Seite boosten. Das dürfen wir nicht vergessen, dass es jetzt auch geht. Oh Gott. Ich will eigentlich gar nicht... So, jetzt rüber. Okay. Ja, sehr schön. So hat's klappt. Okay, jetzt können wir uns aussuchen. Links, rechts. Ah, links. Ich. Ja, willst du dahin, wo es rot und gefährlich ist? Ja, genau, das sieht ganz gut aus. Vielleicht bekommst du dann auch mal einen Boss. Wobei wir hier schon einen Boss haben. Ach, die Gegner sind immer noch dieselben. Durch vier kommen wir nicht. Die wissen schon genau, wieso sie vier machen. Schade. Aber genau vier, ne? Ja. Du wolltest noch. Ich war noch oben. Nicht. Ich stand schon da oben. Ja, ich dann geh halt nach oben. Ja, geh doch. Ja. Viel Spaß. So, zack, hier, was wollt ihr? Zack, und wiedersehen. Schauen wir mal, was wir hier so bekommen. Du kannst es natürlich auch einfach so durch Plattformen durch. Ja. Ah.
Ich will's cool machen. Geht nicht. Geht nicht cool. Ja, das okay, aber. Da wird's auch wieder rot. Da muss es irgendwas geben. Janik. Dieses Geräusch habe ich noch nie so wahrgenommen. Doch, das war einfach schon so merkwürdig. Hey. Gut, probieren wir es einfach mit dem Bohrer. Nein. Also es gibt komisch, dass es hier überhaupt nichts gibt. Schräg. Ich habe auch schon dieses Schräg. Du sagst es so oft hier in diesem Spiel. Schräg. Naja, das Spiel ist aber auch schräg. Ja. Gib's zu. Es ist einfach bloß. Komm schon. Das muss doch irgendwie gehen. Aber was? Ich wollte nicht Janik einsetzen. Mann, Janik. Vor allem, die Karte zeigt auch nicht an, dass es nach links weitergeht, wirklich. Nee, es ist nichts hier. Es ist jetzt wirklich mal so ein. Verdammte Scheiße. Na gut, dann gibt's hier halt nichts. Na. Dann brauchen wir noch einen Weg über vier Laser zu hüpfen, oder wie sehe ich das richtig? Hast du da vielleicht einen Weg vergessen, frei zu buddeln? Wo hier? Ja, vielleicht da irgendwie durch die Wand sowas. Also vielleicht vor den vier Lasern. Achso, das meinst du, ja. Kann man natürlich schauen. Aber ansonsten muss ich echt sagen, ja, war das wenig erfolgreich. Wir sind einfach gleich sofort aufs nächste Hindernis gestoßen. Probier mal die Blöcke unter den Lasern. Nee, schade. Okay. Ich hätte mich gehauen, wenn es gestimmt hätte. Wäre sehr gemein gewesen. Okay, da können wir wirklich noch gar nicht weiter. Oh Mann, warum denn nicht? Gut, dann ist das eben. Ja, gut, wir haben ja noch dann, ein bisschen. Genau, mach mal einfach weiter. Wahrscheinlich finden wir jetzt hier überhaupt nichts Neues. Ja, wahrscheinlich. Ja, so ein bisschen was wird sicherlich schon gehen. Und jetzt bin ich nochmal auf die Karte gucken. Damit wir wissen, wo wir jetzt nächstes hingehen. Ich würde jetzt nach unten links, also nach unten gehen, ganz nach unten. Genau, weil da war nichts. Passt eigentlich, ja. Ey. Und zack. Das ist so gut. Matrix. Einfach nur vom Feinsten, ja. Richtig, richtig toll. Macht echt Spaß. Ab nach Crates Lair. Oh. ja, mit den Viechern in der Wand. Oh, guck mal, da. Ach so, klar. Links gibt's noch eine Tür. Ja, die Tür, die wir von Anfang an noch nicht öffnen konnten. Und jetzt immer noch nicht. Du, Dolly! Ey, gut. Wie es immer wieder klappt. Es ist unglaublich. War der schnellste Weg, würde ich sagen. Ja, doch schon. Ah, okay. Da können wir jetzt auf jeden Fall auch weiter irgendwie. Ah, hast du gedacht, ich sehe dich nicht, ne? Ja, da hoch. Genau. Sehr schön. Na komm. Oder einfach durchziehen. Geht jetzt genauso. Jetzt haben wir wieder jede Menge Möglichkeiten, um uns irgendwie schneller fortzubewegen. Ja. Ah, gucken wir mal. Jetzt. Ich habe dir los mal, hier. Reg dich mal ab hier. Eine Hüte. Aber das wäre jetzt so eine kleine Verstärkungskugel, ja? Naja, immerhin nehme ich ja, mit. Ja, gut, das ist eine coole Sache, ja? Gesundheitsknoten, 1 von 5. Genau. Besser als nichts. Ich frage mich ja bloß, wie viel es von den Kleinen gibt. Nein, durch 3 Blöcke geht nicht. Schade. Nur durch 2 jetzt. So. Und damit sind wir schon im nächsten Bereich. Hier haben wir echt nicht so viel bekommen, muss ich sagen. Ja. Okay, gut, dann eben nicht. Ja, also abwärts. Jung. Geht aber relativ fix hier alles abzugrasen. Ich habe das alles sehr viel größer in Erinnerung gehabt. Das kann ja, klar, natürlich ist es ja auch größer, wenn du das erstmal da bist und keine Ahnung von allem hast. Außerdem können wir jetzt einfach alles mit einem Schlag zerstören. So, dann hier bitte nochmal die Karte, weil hier sollten wir einiges zu erkunden haben. Da ging es ja los so, okay, wir gehen einfach nur noch durch, ohne eine Ahnung zu haben. Okay, runter, rechts hoch. Runter? Rechts. Ja, also hier, also durch die nächste Tür rechts und hoch. Das können wir machen, genau. Das wäre erstmal der nächste Weg. Ja. Genau. Darüber. Sehr schön. Und darüber. Ah, guck mal hier, Brokkoli-Mann. Noch der angenehme Brokkoli-Mann. Ja. Schön. So. Ach stimmt, das Rätsel können wir jetzt ja auch lösen. Was hat das eigentlich gebracht? Haben wir das nicht schon mal gelöst? Na? Okay. Genau, einfach so.
Ach so, das unten da, war eine davon ich, war... Ja. Ja. Gut, okay. Nochmal eine kleine Gesundheitskapsel. Sehr immerhin. Schön. Und jetzt kommen wir da hoch, genau. So. Aber auch noch nicht sehr lange. Ja, also, auch erst mit dem Enterhaken. Ja, wobei, den Enterhaken haben wir jetzt doch schon vergleichsweise relativ lang. Ja, aber... Es geht halt alles Schlag auf Schlag, wenn man es so sieht. Oh, guck mal, hier nochmal einer. Ja, der Typ sieht sehr falsch aus gerade, muss ich sagen. Ja. Energieknoten, Fragment, kombiniere 6 davon, um Waffen und Spielschutzschanze. Genau. Okay. Haben wir auch schon jetzt 2, sehr schön. Und da kommen wir noch nicht weiter. Kannst du dich genau da durchgraben? Nein, geht nicht. Okay, ne, gut. Also ich suche mir hier meine Knötchen zusammen, ist ganz schön. Ja, genau. Part 17, ich nenne ihn Knotenjagd. Süßes Bäumchen da. So, wo geht's jetzt lang? Wir sind jetzt hier. Jetzt weiter nach rechts. Da. Weiter nach rechts. Dann können wir da den Weg nach oben gehen. Mhm. Ich schätze, das wäre eine gute Sache. Also, okay. Machen wir so. Das habe ich jetzt einfach mal entschieden. Ja, okay. Okay, wenn ich... Oh, fuck, den habe ich gar nicht gesehen. Ach komm, easy. Ist eh nicht schlimm, ja. Nee, die ersten Zombies sind jetzt auch keine... Große Herausforderung, ja. Ah, stimmt, Fruit Loops. Ach, guck mal, die Fruit Loops. Es ist irgendwie so lange her schon, ja, wirklich. Habe ich das Gefühl. Das Rennen war einfach durch. Vor allem diese, ich mag die Waffe einfach. Ah, das können wir jetzt reparieren. Meinst du? Ja, natürlich. Das sind keine Risse, sondern das sind bloß verglitschte Blöcke. Ah, sehr schön. Wunderbar. Progress. Und mehr Fruit Loops. Jam, 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 jam. Och, scheiße, ey. Da dreht hier ein bisschen was durch. Okay. Okay. Dort kommen wir nicht hoch. Meinst du? Sehr schwer. Das wäre ein schöner Sprung, wenn du den schaffst. Komm. Moment. Na komm. Na komm. Na komm. Das ich glaube eher, dass es ein. Ja, jetzt fange ich damit an. Wäre eher. Ich glaube eher, dass es ein Rückweg wäre. Moment. Näher ran. Oder so. Peng. Du hättest aber auch, verstehst du, mit einem kleinen Links machen können. Und es ist kein Rückweg. Sehr schön. Also, ich bin einfach der Baba. Ja. Da schafft er einmal einen Sprung. Rückweg hier, ne? Ja, du wärst dran vorbeigelaufen jetzt, ja? Na, ich wäre auch wieder zurückgekommen, wenn ich gesehen hätte, dass es kein Rückweg ist. Also, das ist immer noch nicht schade. Glück. Oh, komm. Oh. Komm. Da, schön. Ach, komm. Was tust du eigentlich? Danke. Hallo. Na? Na? Herzchen. Okay. Ah, das ist die andere Seite davon. Ah, nice. Okay. Und nochmal ein Knochen. Oh, das geht jetzt aber hier rund. Ja, jetzt geht's Schlag auf Schlag hier. Okay, 4 von 6. Vielleicht bekommen wir in diesem Part sogar nochmal ein Waffen-Upgrade. Ich glaube zwar nicht, wir sind bei 13. Nee. Aber wir kommen voran. Ja. Ich glaube schon, es sollten 13 und 15 sein. Jo. Ja, komm. Das schaffe ich. Wo sind sie? Die Knoten. Fehlen noch 2. Ja, so. Vor allem nachher so. Ja, ich habe den letzten Knoten gefunden. Nein, das ist von Gesundheit. Ja, genau. Jetzt wird es wieder ein bisschen stiller. Ganz nach unten. Unten und rechts, genau. Ja. Ach, und da haben wir dann. Wen haben wir denn da gefunden? Ach so, da haben wir. Wie heißt der denn gefunden? Ja. Elsnova. Elsnova? Nee, war das die erste? Elsnova war die erste, genau. Hallo. Trace, wir treffen uns endlich wieder, von Angesicht zu Angesicht. Du siehst schon viel besser aus. Stimmt eigentlich. Danke, die Reparaturdrohnen haben meine Panzerung wiederhergestellt, aber die Arbeit ist noch nicht zu Ende. Das ist also nicht das Endprodukt? Nein, nicht mal annähernd. Wir haben für eine vollständige Wiederherstellung aber keine Zeit. Wenn ich jemals erfahren will, wie das dann aussieht, soll ich mal besser los. Pass auf dich auf. Ich werde auf dich Acht geben. Ich wusste nicht, dass man Acht geben zusammenschreibt. Okay, Acht geben. Macht schon noch Sinn. Ich glaube, Acht geben habe ich einfach noch nie geschrieben. Ha, fick dich. Wir wollten aber trotzdem nach links und nach rechts. Also jetzt weiter nach rechts, nicht hier runter. Stimmt, hier ist ja das Verlies des Zorns. Ja, genau. Das Verlies der Legal. Oh, wir können jetzt an die eine Notiz ran. Oder was auch immer das war. Ich erinnere mich. Weiter nach unten und dann... Nein, ich dachte da rein, willst du? Nein, ich wollte... Das war aber doch direkt auf dem Weg. Direkt um die Ecke, ja?
Ja, direkt um die Ecke. Okay, gut, dann höre ich jetzt mal einmal auf, dich. Ja, ja, dann mach ich jetzt mal. Ein einziges Mal, nur doch ein Mal. Okay, gut. Hallo, Toni. Hallo. Ja, das war so klar. Hallo. Guck mal, sie haben sich lieb. Oh, Dutch, du bist. Keine Zeit für Spielchen. Okay, dann. Das wäre mal nützlich gewesen. Was ist da rechts? Wir haben das Ding echt nicht gesehen. Achso, das ist bloß so ein Terminal. Ja, meine Güte. Guckt mir ja nicht drauf. Nö. Gut, alles klar. Okay, gut. Wissen wir das jetzt auch. Ja. Nein, ich hol die Janik jetzt nicht raus. Nein. So süß. Schön. Oh, nee, ey. Super. Naja, Elnova, du schläfst hier rum. Überhaupt keinen Bock habe, ist Elnova irgendwann als Gegner zu haben. Glaube ich nicht, dass es so weit kommen wird. Meinst du wirklich nicht? Hm, wieso da jetzt nicht nach oben? Oh. Na? Was geht? Guck mal, so kämen wir einfach hier raus. Selber schuld. Jetzt nach oben durch, komm. Das geht nicht. Sollte theoretisch. Theoretisch schon. Was mir die Mühe machen und dann das Ding aktivieren? Niemals. Oh fuck. Wieso sind wir hier früher nicht raus? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Wir gehen wir einfach mal weiter nach unten. Einfach weiter. Oha. Hätte man das gesehen, dann hätte man Angst gehabt. Ja. Schätze ich. Okay, Reparaturzeit, genau, sehr schön. Geh mal da komplett durch, ja, vielleicht ist da irgendwo ein Knotenpunkt. Oh, es regeneriert sich schnell. Kampf gegen den Glitch. Alter, was ist denn los? Okay, ja, gut, ich bin durch. Ja, aber ob da links oder rechts noch was ist? Also links war immer jetzt, ist da rechts noch was? Ich stehe mittendrin, ich komme nicht mehr raus. Du kannst einfach durchdashen. No. Stimmt. Ich schneide dich mehr. Das war keine gute Idee, das zu machen. Ich will auf die Plattform da oben. Ich glaube, du kannst bloß eine gewisse Anzahl von Blöcken wegmachen. Das ist gerade das Problem. Okay, wir lassen es jetzt mal sein. Ja, ich weiß auch nicht, ob es da wirklich rechts irgendwas gäbe. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 16 Minuten. Ich muss wieder drankommen. Dann sind es halt keine 16 Minuten. Dann beschwerst du dich aber wieder, wenn es 20 Minuten werden. Ja, okay, ich hab's ja gleich. Okay, ich geb's zu. Ja, jetzt lass mich mal hier du durch. Glaubst, du hast alles unter Kontrolle. Alles cool soweit. Was ist das hier? Das sind Viecher. Was tust du eigentlich überhaupt? Ich möchte eigentlich überhaupt. I do the Ollie. Das ist immer schön, das zu machen. Du kannst dich immer nicht kleiner machen, nein? Komm, verarsch mich nicht. Es geht. Irgendwas muss es hier geben. Die Fruit Loops machen Sachen kaputt, wenn das verglitscht. Okay. Hoppla. Entschuldigung, bitte. Aha. Ich hätte es vergessen. Einfach durchbohren. Oder so, stimmt genauso. Das können wir hier jetzt. Nach unten geht nicht, aber so geht. Sehr schön. Wow. Da gibt's doch irgendwo was, sicherlich. Dort links. Oder auch nicht. Ah, vielleicht bloß mit Hilfe der Fruit Loops, weiß ich nicht. Oh. Ein grüner Zombie. Wieso ist hier so anders? Ich weiß es soundig. Nicht. Soundig. Keine Ahnung. Anders soundig. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Yannick, flieg uns hier. Ja, Yannick schicken wir da jetzt noch durch, aber dann sollten wir vielleicht langsam eine beenden. Ja, aber es ist gerade so spannend. Sind es jetzt noch schon 20 Minuten? Ja. Wir sind bei 20 Minuten. Schön, dafür haben wir einen Reichweite-Knotenpunkt, erhöht die Waffenreichweite dauerhaft. In geeigneten Fällen. Yeah! Yeah, es bringt gar nichts für den Axiom Disruptor. Yeah. Aber sehr viel für den Kleiber.
Nee. Nicht zwangsweise. Der geht auch unendlich weit. Der Multidisruptor, der hat wahrscheinlich am meisten davon. Die Waffe, die wir am wenigsten benutzt haben, bisher. Ja, stimmt. Aber, okay, gut, Leute. Wir beenden den Part. Bis zum nächsten Mal, wenn wir weiterhin alle Gebiete abgrasen. Bis dann. Ciao.